meiner langen Zeit, 44 Jahre Karate, beschäftige ich mich mindestens 25 Jahre sehr intensiv mit der Kinder- und Jugendarbeit. Hier habe ich natürlich auch Erfahrung sammeln können durch viele Mitglieder im Verein, durch viele Kinder. Mit diesen Kindern habe ich vieles erreicht durch eine andere Ausbildung, nicht nur karate-spezifische Ausbildung, auch gerade im Wettkampfsport sei dies viele deutsche Meistertitel oder auch, dass die Jungs den Sprung geschafft haben und in die DKV-Nationalmannschaft. Die Arbeit hat sich sehr verändert. Ja, die Kinder leben heute in einem anderen Alltagsumfeld. Zu kurz kommt die Bewegung, die Alltagsmotorik, die Koordination. Deshalb muss ich heute als Trainer viel mehr in die Motorikschulung investieren und in die Koordinationsarbeit. Ja, uns allen, unseren Vereinstrainern oder den Funktionären in Land- und Bundesverband muss einfach klar werden, ja. Jeder Verband besteht aus der größten Zielgruppe, aus den Kindern. Die Kinder sind die Eingangsstufe, die Kinder sind die größte Zielgruppe. Ja. Jeder Sportverband lebt von den Kindern, jeder Verein lebt von den Kindern. Das muss höchste Priorität haben. Aus meiner Sicht, ich bin ja schon lange in der Szene, Kinder, die speziell jetzt im Wettkampf nur so eingleisig an den Wettkampf zu Erfolgen herangeführt werden, werden keine lange Karriere haben im Karate. Ja. Bedingt durch das veränderte Umfeld oder auch ja, Veränderungen im Schulsport. Ja. Es ist dringend notwendig, dass die Kinder einfach zuerst Motorikschulung betreiben, mehr Koordinationstraining und dann erst das karate-spezifische Training. Jedes Kind, das gut ist in der Motorik, jedes Kind, das gut ist in der Koordination, wird auch sehr gutes Karate betreiben können. Zunächst einmal zu den Kara-Games. Das sind also die spielerischen Wettkämpfe für den Breitensport, sowohl vereinsintern, schulintern oder regional unter in den Regionen des Landesverbandes. Hier geht es um eine vielseitige motorische Bewegung an einem Tag. Beim Wettkampf haben die Kinder oft das Nachsehen. Sie starten eine Runde, sind dann durch Niederlage nicht mehr, können nicht mehr am Turnier teilnehmen. Und hier bei den Car Games, da gibt es keine Verlierer, es gibt nur Sieger. Alle werden in Gruppen eingeteilt und alle Kinder haben viele Einsätze an einem Tag. Es geht hier um eine vielseitige, allgemein sportliche, motorische Ausbildung, um das Grundlagentraining. Die Car Games sind auch aufgebaut, zunächst einmal mit einem allgemeinen Parcours, das heißt in vier Bahnen. Hier müssen also die Kinder Rollbewegungen zeigen, Slalomlauf, Schlusssprünge mit Armkreisen, Spinnengang, Schlusssprünge über Hürden, kriechen durch Kastenteile und dann kommt ein Sprint. Hier gibt es gewisse Bewertungsgrundlagen, also wenn die Slalomstange umgeworfen wird oder das Start- und Ziel verwechselt, gibt es Punktabzug. Dann haben wir dieses Komitee am Ball. Die Kinder, zwei Kinder kämpfen gegeneinander und es wird einfach geschaut, okay, wer kämpft in Linksauslage, wer kämpft in Rechtsauslage. Ja, wer macht Einzeltechniken, wer macht Kombinationen, Arm-Beine oder umgekehrt. Und als letzte Disziplin haben wir den Einstieg ins Kata-Training, die sogenannten Viererblöcke. Auf einen Vierertakt zum Beispiel von einem Metronom müssen die Kinder vier Teilbewegungen oder vier Techniken ausführen. Und ja, dann steht er gerade wieder dahin. So. Bewegst du, machst mal Pause, du bewegst dich nochmal bitte. Und Jamme. Ja, sie macht jetzt sehr große Pausen, bis die nächste Technikserie losgeht. Ja. Und sie kämpft immer aus der gleichen Ausgangslage. Ne. Du kämpfst jetzt immer rechts vor. Ne. Mach auch mal links, kämpf nochmal, probier nochmal. Und jetzt Auslage wechseln. Ja, genau. Und Yami. Dann ein bisschen unterscheiden, auch im Arm, das ist für die Jotan-Technik, die Samenzuki. Und dann versuche jetzt nicht nur so aus der gleichen Position, sondern du gehst mal hier rüber, dann gehst du vielleicht auf diese andere Seite, nur nicht hinter den Ball. Nur im Halbkreis, der Kinder, das ist ein Halbkreis. Sollte die Stange mal umfallen, unterbricht der Kampfrichter, sagt er. Yummy.
Hans, jetzt wieder los. Sagt der Hasche, deshalb machen wir auch. Fünf Gruppen sind wir, machen wir gleich fünf Gruppen. Schauen wir mal, wie lange das wir brauchen. Verteilen uns ein bisschen. 1, 2, 3 und dahinter 2. Habt ihr noch Fragen, Kinder? Einfach dann die Stange hier aufheben mit der Dienststelle, aber ohne deine Unterbrechung. Einfach jetzt mal oben drehen, aufbauen. Ja, die Car Games wäre zunächst einmal wichtig, dass man das auch im Verein übt, zum Beispiel als Vereinsmeisterschaft. Nächste Stufe wäre dann einfach, dass man in die verschiedenen Regionen geht, Baden, Württemberg, Bereich Bodensee zum Beispiel. Ja, wäre auch gedacht als schulinterne Wettkämpfe, so wie bei den anderen Sportarten auch. Handball, Fußball, Volleyball. Ja. Und ganz oben wäre natürlich eine nationale Car Games. Aber so weit möchte ich noch gar nicht denken. Ja. Kindertrainer sollten natürlich auch nicht so ins kalte Wasser geschmissen werden. Kindertrainer sollten auch die Angebote der Aus- und Fortbildung im Landesverband nützen. Von meiner Seite hier in Baden-Württemberg kann ich mich nicht beklagen. Ich habe hier regen Zulauf zu den Einzelmaßnahmen an einem Tag, zu den mehrtägigen Maßnahmen am Wochenende. Ich denke, die Kindertrainer aus meiner Sicht, die sind die wichtigsten Trainer. Kinder ist die Eingangsgruppe im Verein und hier sollte man wirklich auch qualifiziertes Training und qualifizierte Kindertrainer ja, vorzeigen können. Das Kindersportabzeichen, das besteht ja auch schon seit 14 Jahren. Es ist eine Auszeichnung, es ist zunächst einmal ein Sportabzeichen für den Spitzenverband, für den DKV, so wie jeder andere Spitzenverband auch ein Sportabzeichen hat, wurde das kreiert. Auch hier steht also hier die vielseitige, motorische und konditionelle Arbeit im Vordergrund. Die drei Stufen. Zunächst einmal für den Einstieg haben wir also hier Kosho, dann die nächste Stufe wäre Wakado und dann den Yuji. Das zu den Disziplinen. Ja, es geht hier um einen Schnelligkeitstest, der sogenannte Japan-Test, ein Sprint-Test. Dann haben wir was für die Bauchmuskulatur, Überprüfung der Bauchmuskelkraft. Dann die Rückenmuskulatur wird getestet. Dann haben wir hier zur Überprüfung der Sprungkraft, Ausdauer und Rhythmus des Seilspringen. Dann im Kräftigungsbereich Arme und Beine, Rumpf, die Knieliegestütze. Und dann zur Überprüfung der allgemeinen Ausdauer haben wir 600, 800 Meter oder 1000 Meter Lauf. 2, 10, ne? Ohne Zwischensprung. Machen wir ohne Zwischensprung. Und also. Dann wird die Zeit gestoppt, Habt ihr es verstanden? Also geht zu euren Betreuern, Trainer, Kampfrichter. Wo sind die 800 Meter? Runter kommt Leute, müssen aber um den Baum herumlaufen. Klar? Genau. Achtung, fertig, los!
schlafen, da vorne. Mit Sicherheit haben wir alle davon profitiert. Für mich ist auch wichtig, dass viele Vereine im Breitensport mitarbeiten. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn er nächstes Jahr. Und auch dir, danke schön. Frischer Händedruck. Oh, ja. Jetzt, genau richtig. Und der Berg macht nachher noch ein Bild von euch. Danke dir. Und? Danke schön. Die Erde, wo man dann nah rankommt. Ja, und da habe ich mich ganz einfach entschlossen für. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bleibe ich mal stehen. Herzlichen Glückwunsch. Darfst hier stehen bleiben? Und dann kommt Kiai mit Yakusuki, okay? Dreimal die Brücke. Und schatzweise muss auch sehen im Verband, dass noch Medaillen ausgegeben werden.